Die Mumie bin ich. Mein Körper wurde von einem Fluch heimgesucht. Ich wusste, was zu tun war. Ich benutzte die Alchemie, um einen neuen Körper zu schaffen, und ich legte meine Seele darin. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieser Körper ein Haufen von Staub im Wind sein wird. Professor Banner. Jaden, hör sorgfältig zu, mein Junge. Alles, was ich tat, war, um dich zu testen und dich für das eigentliche Übel vorzubereiten. Ja, klar. Deshalb wurde ich ein Schattenreiter. Nicht die Welt zu übernehmen, sondern um die zu stoppen, die es wirklich versuchen. Du musst ein besserer Duellant werden, sodass du ihm gegenübertreten kannst und hoffentlich besiegen wirst. Die Bedrohung ist so ernst, dass ich betrügen musste. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Es ist vorbei. Er ist weg. Und was jetzt? Von dem, was Banner sagte, denke ich, wir sollten auf der Suche nach einem schrecklichen Übel sein, das die Welt übernehmen will. Danke, Jamne. Bist der Beste. Okay, aber wann sind wir nicht auf der Suche? Da hast du recht, Cyrus. Nein, das ist anders. Banner gab sein Leben, um uns vorzubereiten. Für dieses Übel, was kommt. Ich hoffe, du bist bereit, weil das, was wir dabei sind, überzutreten, wird sicher anders als alles, was wir je zuvor konfrontiert haben. Da war der gute Banner doch nicht der Böse. Ei, na gut. Aufstieg der heiligen Ungeheuer. Jetzt ist doch los, ja? Der wahre Anführer der Schattenreiter offenbarte sich als Kagemaru, der Leiter der Gründer von der Duellakademie. Er forderte Jane zu einem Duell in der Hoffnung, seine heilige Ungeheuerkarten zu verwenden, um die Welt zu übernehmen. Alter. Der hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Ich baute diese Schule und jetzt bin ich zurückgekommen für meine heiligen Ungeheuerkarten. Was? Ich bin Kagemaru, Meister der Schattenspiele. Ich war es, der zuerst die Karten versiegelte. Ich war es, der Shepard, der die 7 Schlüssel gab. All diese Schlüssel sind wertlos, um die Spirit Gates zu entriegeln. Ist alles, was benötigt wird, Duellenergie. Der Ersatzbau hier ist echt herrlich. Energie, die aufgewendet wird, um die Schlüssel zu schützen. Deshalb habe ich angeordnet, dass die besten Duellanten der Welt alle hierher kommen. Ich hoffte Jahr für Jahr, Klasse nach Klasse, dass der Student genügend Duell-Spirit entstehen lassen würde, um die Macht der Karten freizuschalten. Warum hat er in erster Linie die Karten versiegelt und mit so einer großen Bedingung, weil es doch hätte einfach behalten können? Er hat sie doch selbst versiegelt. Warum regt er sich denn jetzt auf? Meine Schattenreiter wurden gesandt, um euch zu testen. Und nur einer bestand. Einer mit dem Potenzial, die heiligen Ungeheuer endlich zu entsperren und mir die Kraft zu geben, die Welt zu beherrschen. Mein Gegner ist Jaden Yuki. Entschuldigung, was? Ja, das ist die richtige Reaktion. Aus all diesen Profis hier ist es ein Jaden. Du hast dich als der einzige Duellant mit meiner Macht bewiesen, die heiligen Ungeheuerkarten freizuschalten. Und ich weigere es, welche dafür sorgen, dass diese Insel und jeder darauf in Tiefen des Ozeans sinkt. Mit deinen Karten, Trottel. Du kannst nicht. Oh, er hat sich mal eben verjüngt. Alter, die Brustmuskeln. Heftig. Ich kann alles mit diesen heiligen Ungeheuerkarten tun. Lass das Schattenspiel beginnen. Ja, ja. Absolut, sehe ich auch so. Der Brustmuskel, Alter. Zwei riesige Sitzkissen. Ei, ei, ah, ei. Okay, mal gucken. Okay. Oh, was ist das denn jetzt? Okay, ich hoffe, es ist nicht so ein nerviger Weevil Lockdown. Was habe ich denn hier? Eine Wunderversion. Den ich vom Friedhof verbanne, ist ganz nett. Für 500 Angriff, na klar. Und den Friedhof ist. Okay. Ist lustig, bringt jetzt aber nichts. Ich muss über 1,5 rüberkommen. Das ist erstmal das Ziel. Kann ich das mit irgendeinem Monster machen? Hier mit Sparkman. Der soll das mal klären. Ist das jetzt so wie eine Schnellzauberkarte? Nope. Okay. Ich glaube Schnellzauberkarten. Kein einzige. Das heißt, ich bin absolut schutzlos.
Ich weiß nicht, was zum Teufel ich mir gedacht habe, als ich jetzt die falsche Karte beschworen habe. Ah, nicht so schlimm. Also verloren geht, ist ein bisschen Schaden. Aber trotzdem. Das war jetzt fucking unnötig. Oh, leck mich doch. Jetzt ist es lustigerweise gut, dass der Alien auf dem Feld ist und dass er aber noch ein zweiter davon kommt. Das heißt, ich kann trotzdem 2000 drücken. For free. Die KI hat dafür gesorgt, dass mein Missplay zum Winplay wurde. Herrlich. Jetzt muss ich nur hoffen, dass er ein Monster mit, also mit weniger als 1000 beschwört. Oder am besten auch noch gar nichts beschwört. Herrlich. So, Spiegeltor ist lustig. Kann man machen. So hat auch schon ein paar Lebenspunkte verloren. Das heißt, maximal 39 Runden habe ich gewonnen. Dieser Scheißkarte im Hintergrund. Was ist das denn jetzt? Ein Summspiegler. Eins, acht Dev, 1000 Dev. 1000 Dev sind genau. Oh. Oh. Na klar. Bitteschön. Hat das jetzt überhaupt irgendwas gebracht? Ja, doch, er hat Schaden bekommen, den er sich hätte gefressen. Okay, 1,8 geht es überbieten. Wie machen wir das? Okay, hier ist Sparkman. Lautet mit H, heißes Herz. 500, 500 mehr Angriff. Und damit kann ich da drüber rennen. Easy. Der Avian, der hier immer noch im Leben ist. Weitere 1000. Kein Ding. Und leck mich doch. 2000 Death. Shit, wie komme ich da drüber? Und noch ein direktes Monster. Ich bräuchte jetzt eins der Viecher, was durchschlagenden Schaden macht und direkt angreifen kann. Das wäre super lustig. Okay, okay, ich kann davon drei Karten haben. Ich würde auf 4000 Lebenspunkte aufwenden, nur für den Effekt. Macht das Sinn? Wunderversion. Fusion Rückerstattung. Ah, ist alles nicht so. Tja, jetzt muss ich warten, bis ich nochmal zwei von diesen Trickskarten gezogen habe. Und das bringt mir auch alles herzlich wenig hier. Den Spezialbeschwören wäre genauso blöde. Ich versuche einfach mal, das Fehler zu killen. Okay, immerhin. Und dann habe ich zwei Wundervisionen. Was soll ich damit? Ich habe 4000 Lebenspunkte für eine Karte gezahlt, die ich gar nicht brauche. Ah, aber damit kommen wir Sache schon näher. Was haben wir denn so? Ich brauche über 2,2, habe ich gesehen. Shit, das ist schon mal alles nichts. Puh. Das ist alles dezent sinnlos. Habe ich finsternis Monster? Kein bisschen. Kein fucking bisschen. Jo, das ist jetzt Kacke. Weil ich nichts tun kann. Was kommt? Bürsten natürlich. Oh, noch eine DNA-Operation. Schön. Mann, was ist denn hier?
Von Spiegelseite oder Friedhof. Ja, hier. Endlich. So, 2-1. 2-1. 2-1. Ist das dein scheiß Ernst? Ist auch nur Wind. Ah, das muss ich aber durchziehen. Hätte ich nicht aus dem Friedhof verbannen können. Na egal. Der macht auf dem Feld gerade eh nichts Sinnvolles. Außerdem ist er sowieso immer noch zu schwach. Ich könnte trotzdem nochmal beschwören. Was könnte ich noch beschwören? Was kann ich denn mit Sparkman bauen? Was? Ich aktiviere es einfach mal. Ah, guck mal. Mit Sparkman und dem hier. Ach, was soll es kommen? Hauptsache kann drüber rennen. Ist schon okay. Und da kommt raus ein glänzender Flügelmann. Okay, ich nehme es auch so hin. Oh, und außerdem kann ich damit hier Action machen. Sollte er nicht Schaden bekommen, wenn ich das zerstöre? Na egal. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts mehr. Nicht gut. Hä? Mit null Angriff lässt das einfach da stehen? Ich traue der Sache nicht. Ja. Aber ich greife einfach trotzdem weiter an. Was zum Fick war das? Okay, ich muss irgendwie einen Elementar-Head in meinen Friedhof kloppen. Wenn es geht, ohne mich selbst zu töten. Was war das denn bitte? Shit, okay, so viel dazu. Noch ein Torix-Begebnis wäre es gar nicht so übel. Oh Gott. Ein Uria mit 5000 Angriff. Schön. Herrlich. Der Uria hat einfach mal 5000 Angriff. Kann man machen. Jetzt habe ich echt gegen den scheiß Metallschleim verloren. Ich pack's nicht. Ich pack's einfach nicht. Kann ich nochmal so ein Gottesblatt wie vorher haben? Ist nicht so. Wobei das Barkman, der kann schon wieder ein bisschen Action machen. Das heißt, ich halte mich mal diesmal gut aufheben. Ah, hier, guck mal. Das ist doch schon was. So, Wolkenkratzer. Da mache ich ihn gleich kaputt dort. Macht es einen Unterschied? Nee, okay. Okay. Das hilft schon mal gewaltig. Was ist das? Oh nein. Jetzt geht das wieder los. Ja. Ist klar. Ist logisch. Fick mich doch. Kommt jetzt hier instant ein scheiß Uria. Ne, es ist ein Ravi. Yeet. 4000 Angriff. Okay, ist aber scheißegal, weil... Er hat keine Immunität gegen meine Spiegelkraft. Er hat alles ausgespielt in diesem Einzug, was er hatte. Nur von einer Spiegelkraft gefickt zu werden. Geil, Mann. Geil. Kann man machen. Ich glaube, das Duell diesmal um einige schneller gewonnen. Was ist denn das für ein Deck, Alter? Raviel, Herr Phantome, einfach so. Kann man machen.
Du meine Güte, ey. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht der Nossen-Scheiß an. Da wäre ich echt sehr dankbar dafür. So, bitte kein metallisch reflektierender Schleim. Gott sei Dank. Und zur Not kann ich noch mit ein bisschen was fusionieren und mit dem letzten Lebenspunkt drüber laufen. Okay. Ist nur DNA-Operation, alles cool. Er hat die meisten der Karten einfach schon verspielt, glaube ich. Da wird nicht mehr viel passieren. Die Flöte der Kuriba-Beschwörung. Was auch immer. Ei. Ich bin müde. Was? Nein. RIP. Okay. 1, 2. Boah, also dafür, dass er vorher so einen scheiß Gott mit 5000 hatte, war das schon langweilig. Spielkraft. Unmöglich, die heiligen Ungeheuer können nicht besiegt werden. Tja, übel. Was zum... Bist du in Ordnung? Es ist wahr, ich bin ein alter Mann. Wollte einfach das, was jeder alte Mann will, wieder jung sein. Hey, du warst es doch kurz. Und die Nutzung der Kraft dieser heiligen Ungeheuer war die einzige Art, wie ich fand, es zu tun. Ja, und die Welt zu übernehmen. Kannst du nicht einer alten, klapprigen Seele verzeihen? Ja, natürlich. Ja, ich denke. Aber siehst du es nicht, alter Mann? Kraft zu stehlen davon etwas oder jemanden ist keine Möglichkeit, sich wieder lebendig zu fühlen. Du musst die Kraft in dir selbst finden. Ja, auf jeden Fall. Alter. Trotzdem noch so Arschspiel-Duelle. Ich hab keine Ahnung, wer zum Teufel das alles ist. Das der sieht cool aus. Wer ist denn das? Was zum Fick? Was ist das? Was ist das? Wie muss sein? Ich würde sagen, da drei Strotzen für die Folge. Ich habe schon wieder 10.000 Kampfpunkte erspielt. Das ist nicht übel. Aber gut, wir sehen uns dann zum nächsten Part, wenn wir hoffentlich die Kampagne auch schon bald abschließen werden, damit wir dann unser eigenes Deck bauen können. Also bis zum nächsten Part und bis dahin.